Klappe oder was? Brauche ich nicht schnell. Du brauchst keine Klappe? Ich brauche keine. Ich mache trotzdem Klappe. Das lasse ich. Meine Mutter hat aus irgendeiner Zeitschrift damals hat die eine Bockwurst-Wodka-Diät gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Die hat nur Bockwurst gegessen und Wodka getrunken. Ja. Und war. Mahlzeit. Mahlzeit. Danke. Danke. Das ist lustig. Ja, ich war bei ihm zu Hause, ich war in seiner Villa ein paar Tage. Der hat mich reingelassen, da gab es auch was zu essen, da gab es was zu trinken. Da durfte ich pullern gehen. Das hat er alles abgelehnt. Nein. Frauen finden das toll, hauen einfach drauf. Und das ist die Scheiße. Ja, und wir wollen auch, dass Männer... In deiner Geburtsstadt? Ja, in Fürstenwalde, im Häschen-Schnorks, einem Weihnachtsmärchen vom Reifenberg Fürstenwalde. Was hast du gespielt? Das den Fuchs. Ach, den Fuchs. Den Fuchs, und ich kenne meinen ersten Bühnensatz noch. Liebe geht in jedem Alter, Anne, bitte. Wir gehen ja alle älter. Stimmt. Hast du recht. Also, mal, gut, dass du den alten Mann in der Hafenkante nicht mehr hast. Falls sich jemand wundert, warum wir plötzlich viel schöner werden, hier wird ein dunkler Schirm weggeschoben, weil der Regen weg ist. Der Nieselregen. Die Sonne lacht. Ja, nicht mich angucken. Das ist so. Ja, ja. Wenn ich wissen will, ob wieder jemand gestorben ist, gucke ich bei Silvia. Da muss ich immer, wenn du das jetzt erzählst, zeig mal. Boah. Und dann hat er ein Rezept. Was er super macht, ist Brot backen. Ja. Da darf ich ja auch nicht, da darf ich auch gar auch nicht. Stören, nein. Ja. Und die haben gesagt, scheiß Corona, wir machen es trotzdem. Ja, wir hatten erst eine Zusage für 45 Leute, waren dann... Guck mal hier, der Chef. Wenn du freilich wie ein Tölpel herumtrampelst und schnaubst, wirst du es nie zu etwas bringen. Und so ist mein Lebensmotto geworden. Und das war irre. Ich sitze gerade richtig. Und sie meinte, sie traut sich jetzt gar nicht mehr. Und es war immer so ein Lacher. Ja. Und dann war mal wieder irgendjemand leider an der Reihe. Und sie hat gesagt, jetzt bin ich gerade mal ja. Pedros meint es gut mit uns. Absolut. Ach so. Nee, auch sehen. Du siehst doch gut aus. Genau. Du siehst doch gut aus. Ja, komm doch mal her. Ja, ja. Aber so ein bisschen missionieren und so versuche ich trotzdem. Halt auf die zarte und liebevolle Art und Weise. Aber man kann das zu doll wehtun und dass man das halt auch ein bisschen ausprobieren muss, weil viele Leute sehen. Ja. Also ich laufe ja auch manchmal hier freizügig rum, aber hier guckt ja keiner. Aber, Edith, darf ich dir mal ein Kompliment machen? Mit treu doofen Blick in die Augen? Also soll sagen, ehrlich mal. Ja, Mann. Auf Seemann, Tod und Teufel! Mein Manager beschimpft mich immer. Warum? Ich finde es gut. Immer dieses böse Wort benutzt. Mein Chef. Schimpfen oder Manager? Beides. Ich bring dir jetzt das Bild an und dann stehst du daneben. Ja. Weißt du, Skalpell, Tupfer. Ja. Ja. Wasserwaage. Ja, genau. Ja. Und dann denke ich, oh komm, lass doch. Also hau doch einfach da irgendwas drin, wir werden ja merken, ob es stimmt oder nicht. Da wird es dann schwierig. Männer und Frauen wissen, wie man halt, wenn man es schon macht, dann mach's richtig. Ich sehe mich nicht da in dieser Rubrik, vielleicht kommt es ja noch mal als böse Stiefmutter oder so, keine Ahnung. Das ist, als ob du von vor dem Krieg erzählst. Ja, teilweise sehen die Fotos nicht so aus. Also ich mag trotzdem auch so eben so, was so tut, als wäre es Fleisch. Also es ist nicht so, dass... Naja, du musst dich ja nicht betrinken, sondern wenn du Durst hast, kannst du auch Wasser nehmen, aber bist nicht so lustig. Also, ja, das waren immer meine Antworten auf die Frage. Ja. Was geht los? Wir machen Klappe. Genau. Hallo. Hallo. Hallo da. Hallo Micha. Hallo Tatjana. Zu dem Balkon geschickt. Ja, genau. Wofür brauchen Sie überhaupt noch Fernsehen? Jetzt ist es weggesteckt.